Borussia Dortmund hat ja in dieser finanziellen Strategie Bayern München kopiert. Ich würde sagen, das ist das größte Kompliment, das Borussia Dortmund Bayern München je machen konnte. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Wir haben das intern besprochen, dass wir, wie gesagt, es gibt Gerüchte. Das ist, wie gesagt, wird wahrscheinlich bis zum 2. September, bis der Transfermarkt eben schließt, auch der Fall sein. Wenn es was zu verkünden gibt, werden wir das tun. Hier und heute freuen wir uns jetzt erstmal auf den Start heute Abend der Bundesliga. Verkünden tun wir dann, wenn was vollzogen ist. Wir sind sehr glücklich darüber, dass von den Top 5 4 Spieler von Bayern München sind und 2 jetzt eben auch zumindest auf dem Podium stehen. Also Silber, Bronze sind uns sicher. Die 2 kämpfen jetzt noch um Gold. Am Ende des Tages wäre es schön natürlich, wenn einer von den 2, Frank Ribéry, der es ja im letzten Jahr gewonnen hat, folgen würde. Aber unabhängig davon, wenn man 4 von 5 Spielern da in dieser Auswahl hat, dann ist das eine unglaubliche Auszeichnung für unseren Club. Es ist völlig klar, wenn man 2 Transferperioden keinen Transfer machen darf, ist das natürlich nicht so angenehm. Aber die Kollegen haben ja in Barcelona bis dato auch, denke ich, in diesem Sommerfenster sehr ordentlich eingekauft. Wahrscheinlich hatten sie das möglicherweise im Hinterkopf, dass da eben in den nächsten 2 Perioden gewisse Obligationen auf sie zukommen.